Herzlich willkommen beim Mediale Energetik-Treff. Heute geht es ums Chaos. Ums Chaos, was um dich herum ist, ums Chaos, was in dir ist und wie du diese beiden Dinge trennen kannst. Denn der Unterschied ist natürlich fürs äußere Chaos, da kannst du nichts dafür, da bist du nicht verantwortlich. Für dein Inneres allerdings kannst du Verantwortung übernehmen und dadurch dann auch Klarheit bekommen. Also lass uns gleich einmal starten. Der Begriff des Chaos, des Tohu wa Bohu, das können wir jetzt einfach uns einmal vorstellen. Also mach dir mal ein Bild von Chaos. Schließ mal deine Augen und stell dir mal Chaos vor. Für mich ist da so ein Bild wie in so einem alten Tom und Jerry Cartoon, wo einfach so eine Wolke ist, wo die Sterne fliegen, wo alles durcheinander ist, wo man nicht erkennen kann, wo oben und unten ist, wo alles ein bisschen seltsam ist und man, ja, und Spitzes schaut so aus, als wäre es weich und Weiches entpuppt sich aber letzten Endes dann als spitz und was zuerst scharf erscheint, ist dann doch weich. Also einfach so ein bisschen so eine verschobene Wahrnehmung auch. Gepaart mit diesem Chaos, mit dieser Wolke, mit diesem Aufgebrachten. Also das ist so ein Bild, das ich jetzt mal im Außen habe. Aber ganz egal, was ich für ein Bild habe, mach dir mal dein eigenes Bild von Chaos. In einer übergeordneten Form kann man sagen, wenn etwas chaotisch ist, dann hat niemand wirklich seinen Platz. Das ist wie ein Schachbrett, wo keine Figur direkt auf dem Feld steht, wo sie hingehört. Manche Figuren stehen am Kopf, manche liegen herum. Und dann ist das alles chaotisch, ohne Abgrenzung, ohne Klarheit. Nimm mal dieses Bild fürs äußere Chaos her. Wir sind jetzt nur in dem, was um dich herum geschieht. Und nun erlaube dir zu erkennen, wir sind jetzt mal bei diesem Bild des Schachbretts, wo die Figuren machen, was sie wollen, Kopf stehen, verschoben sind. Jetzt mach dir mal bewusst, dass das Brett selber ganz klar steht. Das Brett ist unveränderbar. Nur die Figuren sind verstellt, verschoben. Das Brett ist unverändert. Das heißt, die Basis, die Wurzel ist vorhanden. Und auch wenn man sagt, okay, das Brett ist vielleicht in Schwarz-Weiß ein bisschen langweilig, ich hätte es lieber in Gelb-Orange oder sonst etwas, dann sind all diese Variationen oberflächlich, aber das Brett an sich ist stabil. Die Essenz des Brettes ist stabil. Und erlaube dir jetzt mal die Stabilität im Außen zu erkennen. Du beobachtest, du sitzt wie im Kino, wie vor dem Fernseher und erlaubst dir jetzt die Stabilität im Außen zu erkennen. Und du reist durch dieses Chaos, das Chaotische, im Außen hindurch. Und fokussierst dich auf das Wesen, auf den Kern. Und wenn es besonders chaotisch ist, sieht man ja diesen Ruhepol oft nicht.
Deshalb schickst du jetzt Klarheit rein in dieses Chaos und erlaubst dir, den Mittelpunkt, das Unveränderliche im Chaos zu erkennen. Das Schachbrett, wenn du so möchtest, wo die Figuren sich wieder hin positionieren können. Und erlaube dir jetzt nochmal die Energie des Aufruhrs, der Rebellion aus diesem Bild zu nehmen, vom Außen. Also Energie des Aufruhrs und der Rebellion. Das darf sich da jetzt mal lösen und du fokussierst dich auf das Zentrum. Auf das Unveränderliche. Und plötzlich siehst du, dass jenseits dieses Chaos, jenseits dieser Strukturlosigkeit ein tiefer Frieden ist. Eine tiefe Bestimmung, ein tiefer Sinn. Wie ein Ort, wo Heilung ist. Ein Ort, der Heilung ist, der heil ist, ganz ist, klar ist. Eine sanft grüne, goldene Ausstrahlung. Und dadurch, dass du diesen Funken wahrnimmst, spürst du jetzt auch, wie dich dieser grün-goldene, diese Aura, wie dich die bewegt, wie dich die selbst berührt. Und wie sie dich an dein inneres Chaos erinnert. Und nun atmest du mal tief ein und ziehst dich aus dem Außen zurück und gehst mal in dich selber rein. Zu deinen Unsicherheiten, Erschöpfungen, Schwächen. Zu dem Gefühl des Feststeckens, der Orientierungslosigkeit. Und erinnerst dich aber an das Zentrum, das du im äußeren Chaos gesehen hast. Und nachdem du dich an dieses Zentrum erinnern kannst, wirst du des Zentrums in deinem Inneren gewahr. Das heißt, auch wenn Anstrengung in dir ist, auch wenn Verzweiflung in dir ist, auch wenn tiefe Angst in dir ist, kannst du durch diese Gefühle hindurch, durch diese Unsicherheiten hindurch und kannst dich genau auf dein Zentrum fokussieren. Den Teil von dir, der jenseits des Chaos liegt. Und erlaube dir nun den Druck, die Spannungen, die du spürst, die Anstrengungen, die du spürst, die du in dir trägst, nun einmal abfließen zu lassen. Hier und heute verspreche ich mir, nicht mehr in Beschränkungen zu denken, sondern in Chancen zu denken. Hier und heute verspreche ich mir, mich nicht der Verzweiflung hinzugeben, sondern stets den Weg, die Klarheit zu finden. Hier und heute höre ich auf, persönlich betroffen zu sein, persönlich angegriffen zu sein von allem,
was außen ist. Und hier und heute erlaube ich mir, dieses Chaos, dieses innere Chaos abzugeben, zu lösen, zu transformieren, sodass aus allen chaotischen Gefühlen und Gedanken eine Strecke wird, eine Strecke mit unterschiedlichen Weichen. Und ich erkenne, dass ich diese Weichen stellen kann. So wie ein Zug, stell dir mal vor, du bist auf Schienen und du stellst die Weichen in unterschiedliche Richtungen. Und du kommst an so eine Weiche, links geht es zu Stress, noch mehr Verzweiflung und rechts geht es zu mehr Frieden. Und du stellst diese Weiche jetzt natürlich so, dass du rechts abbiegst. Und deshalb löst sich die Energie der vorherigen Weiche auf, kommt als Kraft zu dir zurück, als Treibstoff zu dir zurück. Und du wählst immer den klugen Weg, den klaren Weg, den nüchternen, neutralen Weg. Den Weg, der deinem inneren Licht entspricht. Und du spürst nun, wie sich dein Nabelchakra und dein Wurzelchakra synchronisieren, stabilisieren und wie eine tiefe Vertrauensenergie, Erdungsenergie in dir erwacht, dich trägt. Und erlaub dir jetzt mal in dieser Frequenz zu verweilen, während sich dein Energiefeld umorientiert zu Sicherheit und Klarheit, zu Liebe statt Leiden, zu Großzügigkeit und Güte statt Enge und Angst. Und spüre jetzt mal, wie sich dieses Chaos, dieses Herumhüpfende, dieser Harlekin, der keinen Stein auf dem anderen lässt, auf einmal zu einem erträglichen Maß zusammenschrumpft, wo du deine verrückten Ideen, deine Kreativität quasi wirklich positiv nutzen kannst. Und du spürst, dass jetzt diese Energie, dieses Auf und Ab, dieses Chaotische in dir integriert ist, aber dir dient, die in deiner Stabilität dient. Und du spürst auch, dass es jetzt immer leichter für dich ist, weiterzugehen. Und dass die Verzweiflung und Überanstrengung des Chaos jetzt schon immer mehr und mehr, immer weiter und weiter hinter dir liegen. Und nun erlaubst du dir, zu folgender Gewissheit zu gelangen. Es ist jetzt nicht gefragt, dass ich Antworten auf alles weiß. Es ist jetzt auch nicht gefragt, dass ich
den großen Plan für mich spüre. Es ist jetzt einfach gefragt, Neutralität und Abgrenzung aufzubauen und mir ein Wirkungsfeld zu schaffen. Hier und heute beginne ich, mir dieses Wirkungsfeld zu erschaffen. Hier und heute beginne ich, meinen Wirkungsraum, meinen Spielraum zu erhöhen, zu erweitern, mich auszudehnen. Und jegliche Einschränkungen und Ängste dürfen mein Feld verlassen. Atme jetzt tief ein und wieder aus. Und spüre die Ruhe und Klarheit in dir. Spüre die Energie des Neubeginns. Aber spüre auch, dass sich das Chaotische, das Auf und Ab, jetzt beruhigt hat. Du spürst, dass das Alte wegfällt, dass das Neue beginnt. Du spürst, dass du deinen Platz neu definierst und klar bei dir bist. Und du spürst, dass es dir nichts mangeln wird. Atme tief ein und wieder aus. Und spür mal diese Ruhe und Bestimmung. Und spüre auch, dass in dieser Ruhe sich ein Schutzschild gebildet hat durch die Unsicherheiten, gegen die Unsicherheiten im Außen. Erlaube dir in dieser neutralen Position, in dieser gestärkten Position zu verweilen. Atme jetzt nochmal tief ein und wieder aus. Fühl nach, fühle deinen Schaffensraum, den du dir kreiert hast. Und spür den Abstand zum äußeren Chaos. Es ist schön, dass du da bist, dass du in deiner Mitte angekommen bist, in deiner Kraft, in deinem Seelenlicht. Bedank dich jetzt bei deinen geistigen Helfern und Führern. Beweg deine Arme und Beine, deinen Körper, streck dich nochmal durch und komm genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und spür, dass du deinen Wirkungskreis mitnimmst. Spür, dass das Chaos im Außen zur Ruhe gekommen ist, dass du die Verantwortung dafür abgegeben hast. Und dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Ja, das war jetzt mal so eine Übung, wo wir wirklich geschaut haben, so dieses Chaos ein bisschen runterzubringen, ein bisschen aus dieser unsicheren Zeit auszusteigen. Du kannst diese Meditation natürlich wiederholen, wenn du möchtest. Und ich denke, das ist eine ganz gute Meditation, die dich immer wieder begleiten kann. Wenn dir
diese Übung gefallen hat und du weißt vielleicht jemanden, der das auch brauchen könnte, der sehr feststeckt, dann teil doch gerne das Video, lass mir einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal und ich freue mich natürlich, wenn wir uns wiedersehen bei einem Kurs, bei einer Sitzung. Liebe Grüße aus Linz, dein Oliver Jarini.